Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute geht's mit einem Diamond Painting Video weiter und ich erzähle euch alles nach dem Intro. Das ist das gute Stück. Das packen wir heute zusammen aus. Das hier ist heute ein gesponsertes Video. Karatart hat heute das Video gesponsert, so, und hat mir Bilder zur Verfügung gestellt, die es seit, für euch ist es seit gestern, weil ich nehme das Video ja einen Tag später auf, online im Shop erhältlich sind und wir dürfen uns das zusammen einmal angucken. Und ja, also gucken wir mal. So sieht das gute Stück aus. Das ist Nummer 1, was wir uns angucken dürfen. Aus der niegelnagelneuen Kollektion. Und es sieht ja aus, als ob es was mit Drachen wäre, ne? Alles ausgepackt. Jetzt kann ich weiter erzählen. Jetzt gucken wir uns einmal an. Ich hoffe, ich verliere nicht die ganzen Steinchen. Ich habe es jetzt alle auf meinen Schoß getan. So, also www.karat.art ist die Seite. Hier seht ihr auf der schönen Leinwand nochmal die Bildnummer, von wem das Bild ist, also der Artist, wer es gezeichnet hat. Das Bild selber ist drauf. Und wir haben eine große Legende, wo unsere Farbnummern stehen. Und die Symbole. Genau. Und ihr seht schon. Können uns ja noch mal den Druck ein bisschen genauer angucken. Ich sage euch auch gleich, wie groß das Bild ist, wenn ihr es nicht schon entdeckt habt. Und das ist super, super süß. Und es ist wirklich auch riesig, ne? Ich finde es riesig. So, wir haben hier nämlich, da steht es nicht. Wartet, ich komme noch klar. Schon lange kein Diamond Painting Video aufgenommen. So, wir haben hier eine Größe von 48 mal 58 cm. Das stand hier unten und es heißt Love Wagon. Also da unten stand es. Und wir können ja auch noch mal hier bei dem Dunklen schauen, wie der Druck ist. Super schön. Und einmal die Rückseite. Super schöne Leinwand. Und was ich auch bei Karatart hat man die abgesteppte Leinwand. Jawohl. Zwei Legenden und ein super süßer Drache. Jo. Ich freue mich. So. Achtung. Das einmal beiseite und dann kommen wir hier zu dem ganzen Kleinkram, was ich hier fast runtergeschmissen habe. Also wir haben einen riesen Stickerbogen, wo alles nochmal drauf steht. Der Name des Bildes und wer es gemalt hat, die Größe des Bildes. Und es ist ein kompletter Sticker, das heißt, den könnt ihr euch in euer Tagebuch teilkleben. Und hier die Nummer-Stickerchens könnt ihr euch auf eure Döschen kleben. Jawohl. Da sieht dann auch noch mal richtig total süß aus, oder? Mhm.
So, dann kann man sich bei Karatart aussuchen, ob man ein Toolkit braucht, sprich Schiffchen, Stift und Co. Das hat man aber, glaube ich, irgendwann genug. Und dann kann man sagen, ich möchte das nicht mit dazu haben. Und dann kriegt man aber ein Washi-Tape von Karatart, ohne mich aufzunehmen. Gut, wir machen es mal auf. Wir machen es mal kaputt. Ja, die bessere Aussage gewesen, aber so sieht das denn aus. Man hat dieses Karat Art C und den Karat Art Punkt Art mit draufstehen. Genau. Und ein Wachsherzchen. In dieser kleinen süßen Dose, auch mit den Karat AC drauf. Und es sind drei Plättchen Wachs drin. Das ist vollkommen ausreichend. Genau. Wenn man jetzt das Toolkit noch mitgenommen hätte, hätte man jetzt wahrscheinlich noch einen Stift, ein Schiffchen mit dabei. Ich weiß nicht, ob ein Magnet mit dabei ist. Aber ich glaube, viele Firmen machen das jetzt auch schon, dass Magnete mit dabei sind. Aber ich weiß es nicht ganz genau. Nagelt mich darauf nicht fest. So, und dann haben wir hier eine ganze Reihe an Farben. Und wir gucken uns mal ein paar Glitzertöne zusammen an. Wir nehmen hier Karat. Macht das eigentlich immer richtig gut mit den Glitzer. Nicht so viel, immer nur ein bisschen, mal als Highlight. Und hier haben wir das lila Glitzer Steinchen. Müssten auch alles immer Harzsteinchen sein. Ihr wisst, ich kenne mich damit nicht so ganz so gut aus, aber oft genug wurde erklärt, dass Acrylsteinchen erkennt man daran, dass die so ein kleines Luftloch hinten haben. Und das sieht man ja hier überhaupt nicht. Genau, haben wir noch ein paar. Das war jetzt normal. Wir gucken uns die Glitzersteinchen an. Dann haben wir den hier. Die glitzern auch. Jawohl. Oh, das hier ist meine Lieblingsfarbe. Das weiß ich jetzt schon. Die sieht richtig schön aus. Einmal. Haben wir noch mehr Glitzer? Oh, die ist auch schick. Na gut, so ein dunkellila hatten wir jetzt schon, aber die hier kann ich euch noch mal zeigen. Super schön. Dunkel hatten wir, haben wir noch ein anderes. Hier ist noch eins. Eins mit Rotglitzer. Jawohl. Ich denke mal, die Farbnummern, die brauche ich euch gar nicht so ansagen. Die sagen uns eh nicht viel. Also mir sagen sie eh nicht viel. Ach, hier ist noch ein rosa. Und dann haben wir es mit den ganzen Glitzertönen. Jawohl. Alle einmal nach unten. Auch alle zusammen, damit wir hier nicht durcheinander kommen. Gut. Dann nochmal das Bildchen. Also zu dem Bildchen gibt es unten in der Videobeschreibung einen Link. Den könnt ihr benutzen, wenn ihr möchtet. Das müsst ihr aber nicht. Das wäre ein Affiliate-Link.
Achtung, Werbung. Damit unterstützt ihr mich. Wenn ihr darüber einkaufen geht, kriege ich eine kleine Vergütung. Des Weiteren findet ihr auch einen Rabattcode da unten. Auch den könnt ihr benutzen, wenn ihr wollt. Wenn ihr natürlich nicht wollt, müsst ihr das auch nicht machen. Genau. Also, ich freue mich riesig, dass ich euch mal wieder ein Diamond Painting Video machen konnte. Und ich hoffe, euch hat das Video auch gefallen. Und euch gefällt auch das Bild. Ich finde es super schön. Vielleicht werde ich mal im Podcast mal wieder ein paar Bilder einbauen, wenn ich denn mal wieder fleißig Diamond Painting gemacht habe. Ja, man sieht halt immer meine Lichter, ne? So, gut, ihr Lieben. Also, erstmal vielen, vielen lieben Dank an Karatart, dass ich wieder ein Bild präsentieren durfte. Wir freuen uns riesig. Auch meine Community freut sich bestimmt riesig. Ihr Lieben, wenn euch das Video gefallen hat, gerne ein Däumchen, ein Kommentar und ein Abo. Da freuen wir uns drüber. Ihr wisst, ich beantworte immer eure Kommentare. Und ja, ihr Lieben, Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wir sehen uns bei meinem nächsten Video wieder. Macht's gut und seid schön kreativ.